And you hear the same song blasting in the middle, just to get in my way. I'm listening to you, you got nothing to say. Die Erwartungshaltung war enorm. Ein Rockmusiker, der auf den wirklich großen Bühnen der Welt zu Hause ist, findet selten den Weg in den altehrwürdigen Lokschuppen nach Klaus. Saisonauftakt im Lokschuppen, wie immer ein totaler Erfolg, heuer leider von schlechtem Wetter begleitet, aber mit der Top-Besetzung, mit Neil Taylor bei uns zu Gast, ein Wahnsinn. Wir sind so stolz und happy und kann nur Danke sagen an alle, die diese Saisoneröffnung ermöglicht haben. Neil Taylor hatte mit einem bisher nicht gekannten Gitarrenrock-Furioso bleibende Spuren in der Lokschuppen-History hinterlassen. Ein Topstar an der Rockgitarre zum Anfassen, publikumsnah und zugänglich. Neil Taylor ist in Klaus. Hallo Neil. Hallo, how do you feel in Klaus in Lokschuppen? Well, apart from the rain, it's great so far. And playing my first time in Lokschuppen has been fantastic. I've got another half of the show to go, but I'm really looking forward to that. Seine Bandkollegen standen ihm in keinster Weise nach. Mit Gwenel Dammann, aktueller Bassist von Christina Stürmer und Profi-Drummer Christian Stix Einheller aus Steyr, der auch für Adi Hirschall und Tini Keinrad den Rhythmus vorgegeben hat, performten zwei weitere Topmusiker auf der Klauser Lokschuppenbühne. Sie begeisterten das Publikum mit schon fast vergessenen Rockhymnen der 60er und 70er in einer unvergleichlichen Art. Besondere Ehre für uns. Es ist der Chef der Brauunion von unserem Gebiet da, Hans Birngruber. Lieber Hans, warum unterstützt du jetzt schon seit einigen Jahren den Lokschuppen und wie gefällt es dir bei uns? Also ich muss sagen, jedes Jahr wieder ein Erlebnis, die Saisoneröffnung beim Lokschuppen. Und ich sage einmal, bei so einer guten Musik gehört ein gutes Bier dazu und darum unterstütze ich da gerne den Lokschuppen. Das ist der Meisterbetrieb Eckert, Zimmereimeisterbetrieb. Lieber Roland, herzlichen Dank einmal im Namen der Organisatoren für die Unterstützung. Wie gefällt es dir da bei uns und was ist der Grund, dass du den Lokschuppen Klaus da förderst? Ja, grundsätzlich gefällt es mir in Klaus einmal sowieso irrsinnig gut. Wir haben jetzt unseren Betrieb gerade erst seit Neuchen eröffnet. Der Standort ist super da, das Glam ist super, die Leute sind super. Was den Lokschuppen betrifft, muss ich sagen, mir persönlich dank so Aktionen, dass in so einer Saison, sage ich mal, verschiedene Gruppen spielen und dass für den Ort was da wird. Und für das unterstütze ich. Super, danke schön, herzlichen Bitte. Dank. Ja, die Stimmung ist echt voll toll. Man sieht es ja drinnen, allein wie es das Publikum da gibt und wie locker das alles sauber läuft. Ich möchte wirklich Danke sagen an alle, die das ermöglichen. Es sind etliche Sponsoren da, es sind viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer da und vor allem Top-Musiker. Und das ist eine ganze Symbiose, die den Erfolg garantiert. Am 10. Juni klopft bereits das nächste Konzert-Highlight mit den Max Boogaloos an die Lokschuppentür.